Yo, was geht ab Leute? In diesem Video habe ich einen neuen Solo Unlimited Money Glitch, mit dem ihr reich werden könnt in GTA 5 Online. Dieser Glitch ist nämlich für alle, die nichts haben und Anfänger sind in GTA 5 Online. Und deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Ich zeige dir nämlich, wie du ein Millionär in GTA 5 Online wirst und das auf jeden Fall in wenigen Minuten. Okay Freunde, momentan läuft auf jeden Fall ein Gewinnspiel auf meinem Kanal. Hierbei könnt ihr nämlich einen Money Booster gewinnen für PlayStation 4 oder Xbox One. Das Ganze natürlich auf meinen Nacken und dank meinem Modder 7mods könnt ihr auch einen Ultimate Account für den PC gewinnen. Und auf so einem Account habt ihr eben 1,2 Milliarden GTA Dollar, ihr habt Level 400, eine Anti-Bank-Garantie und vieles mehr. Und das Ganze natürlich gesponsert von meinem Modder. Bei ihm gibt es auf jeden Fall fette Accounts, fette Money Booster. Schaut auf jeden Fall in der Videobeschreibung bei ihm vorbei. Und falls ihr über meinen Namen bestellt, dann bekommt ihr eure Dinger früher als normal. Und alles, was ihr machen müsst, um bei diesem Gewinnspiel teilzunehmen, wäre ganz einfach, dieses Video zu liken und einen Kommentar zu schreiben mit Hashtag Gewinnspiel. Und falls ihr eben jetzt eine bestimmte Plattform bevorzugt, dann schreibt es auf jeden Fall dahinter, damit ich Bescheid weiß, was ihr auf jeden Fall haben möchtet. Okay, und in dem Sinne komme ich jetzt mal zum eigentlichen Video. Ich möchte mich nämlich zunächst bei euch riesig bedanken. Wir haben jetzt schon die 75.000 Abonnenten und wir machen nämlich tagtäglich richtig, richtig viele neue Abonnenten. Und das freut mich auf jeden Fall. Willkommen auf diesem Kanal. Ihr findet hier auf jeden Fall die besten Glitches, die besten Money-Tipps und Tricks. Und dafür, dass ihr so aktiv seid, erscheinen immer viele Videos auf meinem Kanal. Und deswegen, danke für euren Support. Kommen wir mal jetzt nun zum eigentlichen Glitch. Denn beim heutigen Solo Money Glitch braucht ihr wirklich kein Geld oder so, wir nutzen hierfür nämlich das Casino. Und es gibt nämlich Auszeichnungen, die wir bekommen, wenn wir bestimmte Missionen abschließen. Wenn wir nämlich die erste Mission abschließen, seht ihr hier, bekommen wir 50.000 Dollar. Und wenn wir dann zum Beispiel die Mission Auszahlung spielen, dann bekommen wir 100.000 Dollar. Und wenn wir dann alle Missionen gespielt haben, dann bekommen wir 500.000 GTA Dollar. Und bei diesem Glitch wird es so sein, dass wir diese Belohnung unendlich oft bekommen können. Das heißt, wenn ihr das Ganze mit der Auszeichnung bei 500.000 Dollar macht, dann könnt ihr jede paar Minuten 500.000 Dollar machen und das als kompletter Anfänger und ultra leicht. In dem Fall nutze ich aber jetzt die 50.000 Dollar Variante, da ich halt das Video schnell aufnehmen wollte und jetzt zeige ich euch, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Und falls ihr jetzt schon alle Missionen gespielt habt, dann ist es auch kein Problem, denn hier müsst ihr ganz einfach auf eurem zweiten Charakter gehen und mit diesem dann ganz einfach diesen Glitch durchführen. Dort habt ihr nämlich noch alle Missionen. Aber zunächst müsst ihr auf jeden Fall jetzt zur Mission hinlaufen und diese dann ganz einfach starten. Am besten macht ihr das Ganze in einer öffentlichen Lobby, denn somit könnt ihr Randoms einladen, damit ihr das Ganze solo machen könnt. Okay Leute, und in dem Fall müsst ihr diese Mission einfach ganz normal zu Ende spielen, bis ihr das Ganze wirklich bestanden habt. So, und ich habe in dem Fall diese Mission abgeschlossen und dafür fast 16.000 GTA Dollar bekommen und fast 4.000 RP. Und jetzt zeige ich euch, was ihr als nächstes machen müsst. Wir werden jetzt nämlich hier vor dem Casino gespawnt und ihr bekommt jetzt nach paar Sekunden die 50.000 Dollar, andernfalls bekommt ihr bei den anderen Auszeichnungen entweder 100.000 Dollar oder jetzt 500.000 Dollar. Aber in dem Fall müsst ihr jetzt bei einem von diesen Varianten ganz einfach zurück zum Casino laufen und dann einfach die folgende Route nehmen, die ich hier nehme. Wir müssen jetzt nämlich ganz einfach zum Roulette hinlaufen und falls ihr nicht wisst, wo sich das Ganze befindet, dann zeige ich euch das Ganze mal. Hier seht ihr jetzt nämlich das Ganze schnell eingeblendet. Kommt einfach hier hin und spielt eine Runde Roulette. Ist komplett egal, ob ihr hierbei verliert oder gewinnt. Ihr müsst auf jeden Fall jetzt nur eine Runde Roulette gespielt haben. Okay, und um das Ganze zu starten, müsst ihr jetzt ganz einfach eine Seite auswählen und dann ganz einfach eure Wette platzieren. Das Ganze könnt ihr einfach mit 10 Dollar machen, in dem Fall habe ich glaube ich 30 Dollar benutzt, ist aber komplett egal wie viel Geld ihr hier wettet, aber in jedem Fall müsst ihr ganz einfach warten bis das Spiel startet. Unten rechts seht ihr nämlich den Timer, wann das Ganze startet
Und sobald das Spiel gestartet hat, müsst ihr jetzt ganz einfach warten, bis ihr hier raus könnt. Denn ab einem Zeitpunkt, wo das Spiel zu Ende ist, könnt ihr die Kreistaste drücken, um das Spiel zu verlassen. Und wenn ihr es gemacht habt, dann müsst ihr ganz einfach GTA 5 komplett schließen. Okay, und als nächstes starten wir einfach GTA 5 komplett neu und warten, bis wir im Story-Modus ankommen sind. Seid ihr jetzt im Story-Modus von GTA 5 ankommen, dann geht ihr einfach auf Start, geht auf Online und dann sucht ihr eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Und sobald ihr dann in dieser Lobby ankommen seid, dann bekommt ihr nach ein paar Sekunden wieder die 50.000 GTA-Dollar. Und Leute, wenn ihr das Ganze noch einmal machen möchtet, dann müsst ihr ganz einfach wieder in das Casino rein und diese Schritte wiederholen. Und wenn ihr das Ganze jetzt noch einmal machen möchtet, ist es wirklich extrem einfach, denn wir müssen einfach wieder das Ganze mit dem Roulette machen und können das Ganze unendlich oft wiederholen. Achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr euren Spawnpunkt am Casino habt oder auf letzter Ort, damit ihr hier direkt gespawnt werdet und das Ganze machen könnt. So Leute, jedenfalls bin ich jetzt hier wieder beim Roulette und spiele ich auf jeden Fall ein Spiel. Und sobald das Ganze hier zu Ende ist, muss ich das Ganze einfach verlassen. Und jetzt schließe ich einfach komplett GTA 5 und starte es einfach neu. Hier im Story-Modus gehe ich jetzt ganz einfach in eine neue Sitzung, nur für Spieler mit Einladung. Und sobald ich dann in dieser Lobby angekommen bin, seht ihr jetzt oben rechts, ich bekomme nach ein paar Sekunden wieder genau 50.000 GTA-Dollar. Und wie gesagt Leute, ihr könnt das Ganze jetzt unendlich oft wiederholen und somit wirklich reich werden in GTA 5 Online. Am besten macht ihr das Ganze mit der Auszeichnung, wo ihr 500.000 GTA-Dollar bekommt, denn somit ist das Ganze dann wirklich ein ziemlich guter Glitch, wo ihr extrem reich werden könnt. Aber das war's auf jeden Fall mit diesem Video, ich hoffe es hat euch gefallen. Versucht das Geld am besten direkt auszugeben, damit ihr das Ganze nicht irgendwie verliert oder so. Denn wenn ihr dieses Geld ausgegeben habt, dann kann euch Rockstar Games gar nichts mehr wegnehmen. Okay Freunde, aber das war auf jeden Fall jetzt der Glitch, ich hoffe es hat euch gefallen. In dem Sinne würde ich nur noch sagen, abonniert diesen Kanal, um nichts mehr weiter zu verpassen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.